Georgi. Servus, Jungs. Okay, was haben wir denn hier? Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Zweitens, stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Drittens, lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Viertens, machen Sie ein Foto vom Geist. So. Salz habe ich schon mal mitgeholt. Ich bin direkt hinter dir, Digi. Ja, und dann am besten so 20 Meter weg. Weißt und dann hier so, geh schon mal vor, ich bin direkt hinter dir. Guck, dreh dich um, 30 Meter weg. Weißt du, was ich nicht so ganz verstehe, Gampel? Ja? Warum? Warum gibt es hier überall diese Schlüssel, die hier rumliegen? Ich habe meine Tasche ja, verloren. Das frage ich mich auch. Ich hatte gerade irgendwas weggeworfen. Jungs sind so Taschen am B. Da habe ich gerade mein Ding. Hä, wer hat denn jetzt hier das Licht angemacht? Der Geist. Ja. Ja, der war das. Zwei. Das war hier, der hat hier das Licht angemacht. Wo bist du? Hier im Flur. Und draußen. Gib uns ein Zeichen. Hallo? Hi. Ah, hier. Jo, Alter, was geht denn, du Schnitt? Oh, da ist er! Oh Gott. Ah, wurde wieder nicht, Alter. Hat einer. Hast du Bild gemacht? Ich hatte die Kamera nicht. Keiner hat Alter, Bild gemacht. Ich kotze jetzt essen. Georgie hat seine erste Geisterbegegnung gehabt. Hätte ich auch drauf verzichten können. Soll ich mal hier Salz hinlegen? Ja, mach mal. Ja. Hä? Ah ja. Leute, öffnet euch mal krass neben dir die Tür. Heftig. Wo bist du? Wo bist du? Boah, war der ätzend. Ich bin ja nicht oberflächlich, aber der war ätzend. Wir haben einen Geisterorb. Geisterorb? Weiß 1, Geisterorb. Ja, Geisterorb, das ist der Beweis. Geisterorb. Wir haben das schon auch mal abgehakt. EMF wieder haben wir noch nicht gehabt. Alter, hier sind wir bei 4 in dem Bereich. Geist, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Zeige dich für ein Foto. Gib uns ein Zeichen. Der schmeißt die Flasche mal rum. Wo bist du? Ja. Lass das. Wo zur Hölle bist du? Hat der Lust auf Bier? Vielleicht schmeckt mir die Sorte nicht. Geist, zeige dich. Wo bist du, Geist? Wo bist du? Guck mal, der ist jetzt zweimal durch Salz gelaufen. Wo bist du? Oh, Geisterbox. Ja, Geisterbox, zweiter Beweis. Erste. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Geisterorb. Geisterorb war das erste. Das zweite war Geisterbox. Geist, zeige dich. Schreib etwas ins Buch. Also der Geist kann nur bei euch sein, denn er ist durch den Bewegungssensor gelaufen. Zeige dich, Geist. Wo bist du? David. Wo bist du? David Robinson? Das sah aus wie ein Mädchen. Guck mal nach Fingern, an den Türen. Oder Fenster. Oh nein! Ah! Gott, sie ist dran! Nein!
Ja. Erik ist hin. Erik hat's erwischt. Ah. Ja. Ich bin weg. Erik hatte die Kamera. Hier ist die Kamera. Hallo. David, schreibe etwas ins Buch. Der hat schon wieder die Flasche hier geschmissen. David. Wo bist du? Wir müssen mal die Tür nochmal zumachen. Ja, Erik? David, zeige dich. Erik ruft aus dem Jenseits an. David, zeige dich. Wo bist du? Schreibe ins Buch. Aber für Gefriertemperaturen ist es hier eindeutig... Nee, ja, Gefriertemperaturen wird es nicht sein. Nein. Jetzt geht's wieder, ne? Konntest du ein Foto schießen? Nein. Ich hab mich erschrocken. MF. Fingerabdrücke sind hier auch nirgendwo. Deswegen, Fingerabdrücke können wir auch schon wegmachen. Doch! Okay, dann weg. Nein! Fingerabdrücke okay. Habe ich gefunden. Okay, dann ist es ein Poltergeist. Oh, raus! Raus! Zurück. Fingerabdrücke. Dort ist ein Poltergeist. Ja. Okay. Jetzt fehlt nur noch, machen Sie ein Foto von dem Geist. Ich bin auf 3%. Wer macht das Bild? Na, du. Okay, dann bleib hier. Du schaffst es, Digi. Der Geisterorb ist unter der Treppe, direkt. Hast du die Tür zugemacht? Ja. Ich hab. Oh, jawohl, wir haben's geschafft. Komm rein, lass weg hier. Weg hier. Wow, war das ein Poltergeist. Ja. Heftig. Schöner Abschluss. Ja.